Wir also haben eine Wallfahrt gemacht und wir haben Lieder gesungen. Wir hatten Wallfahrt und wir da haben wir eine Pause gemacht und da haben wir immer Gebete gesungen und so. Wir haben sozusagen sowas wie eine Demo gemacht und haben halt probiert, Leute so aufzufordern, dass sie Geld für unsere Schule spenden. Und halt auch so demonstriert. Ja, die ganze Schule mit den ganzen Schülern. Einfach. Wir haben erst gesungen und dann gebetet. Und dann hat er uns erzählt, was, wie viele Teile das da oben sind, ja, wie viele Gold. Steine da. Die Idee war, dass wir uns bemerkbar machen müssen, um die Hamburger Bürger auch aufzurütteln und uns bekannt zu machen. Und wir haben uns nach Aktionen gesucht, womit uns das gelingen kann. Und da kam uns die Idee mit der Wallfahrt und die haben wir sehr kurzfristig alles organisiert, weil uns die Sommerferien dazwischen gekommen sind und wir also in der kürzester Zeit mit ganz vielen Leuten was auf die Beine stellen mussten. Und das ist eine sehr gelungene Aktion. Das hat uns gut gefallen. Also wir haben uns von Barmbek aus unter Polizeibegleitung auf den Weg gemacht. Wir haben unterschiedliche Stationen gehalten und an diesen Stationen gebetet und Fürbitte gehalten, in dem Anliegen, dass die Sophienschule bestehen bleibt. Also wir waren von unserer Schule, sind wir in die Nähe von Munzburg gegangen, bei der Ulanstraße lang bis hierher und hier haben wir dann gebetet. Der Teil, der nicht mit ist, also erste Klasse und Vorschule, sind in der Kirche geblieben. Die sind mit unserem Pfarrer einmal um die Kirche gewallfahrtet. Wir haben halt gebetet, dass unsere Schule bleibt und da, dass Leute mehr Geld spenden, damit auch andere Kinder noch hier raufkommen können. Vor 2 Tagen habe ich die Erstklässler gesegnet, in die neue Schule, also in die Schule aufgenommen und sag ich mal, dieses Strahlen in den Augen, das ist einfach unbeschreiblich. Und sag ich mal, das wäre schade, wenn es das nicht mehr gibt. Und wir möchten, dass unsere Schule nicht schließt. Wir möchten, dass sie noch bleibt. Wir haben gesungen, wir haben gebetet, wir haben x-mal unsere Sophienhunde getrellert, die alle Kinder können. Und alle waren guter Dinge. Ich habe da kein Kind weinen gesehen, alle mit einem Lächeln im Gesicht und alle voll Zuversicht, dass es was wird mit unserer Schule. Also ich wünsche natürlich, dass sich noch viele Hamburger angesprochen fühlen, Katholiken wie Nicht-Katholiken, die sich für den Erhalt der Sophienschule einsetzen. Jetzt gehen wir wieder zurück zur St. Sophienschule.